Irgendwie muss das doch funktionieren. Irgendwie müssen wir den ablenken. Nein, die Magierin ist da drin. Wehe, du bringst den Tatort durcheinander, Mädchen. Ich pass schon auf. So, können wir vielleicht irgendwie reparieren, zerstören das Zelt? Nein, ich lasse es so. Schade. Die Truhe? Nein, was soll das auch bringen? Moment, machen wir die Truhe auf? Vielleicht kannst du ja wieder die Flasche kaputt machen. Sie würde zerbrechen, der Magier sich umdrehen und mich sofort sehen. Hm. Hey, das wäre doch eine ganz gute Idee, oder? Vielleicht hier aus der Entfernung? Sie würde zerbrechen, der Magier sich umdrehen und mich sofort sehen. Ja, dann vielleicht von der anderen Seite. Vielleicht geht das ja. Sehen wir die Kiste? Jawohl, die sehen wir. So, dann können wir vielleicht von hier aus die Flasche kaputt machen. Hey, ich sagte nichts kaputt machen. Kaum zu glauben, was alle an ihr finden. So, jetzt haben wir den Hammer stibitzt. Hahaha. Sehr schön. Dann können wir zurückgehen und können jetzt die Maske rausmeißeln. So, der Magier hatte sich umgedreht. Hätten wir wahrscheinlich länger gebraucht, hätte er uns wieder gesehen. Aber jetzt tun wir mal hier rausmeißeln die Maske. Mir fehlt noch ein Hammer. Achso, das müssen wir kombinieren. Okay, dann machen wir es halt zusammen. So. Hoffentlich tun wir dem nicht weh, irgendwie die Hand abhacken oder so. Ich habe sie. Jetzt bloß weg von hier. So, jetzt können wir im Prinzip kompletto weggehen. Lalalalalalalala. Oh. Wen haben wir denn da? Breda, es gibt einen neuen Tatverdächtigen. Hm? Was hast du da, Junge? Das hier? Das kann nicht sein. Magister Budiak? Was ist das? Nichts. Nimm es ihm ab und gib es mir. Die Gurken, oder was? Das ist ganz offensichtlich ein sehr gefährliches Artefakt. Ich muss es umgehend zur Untersuchung in die Akademie bringen. Du verhörst derweil den Schweinehirten. Verstanden. Also, wer bist du? Und warum schleichst du hier herum? Ihr könnt das Artefakt nicht einfach mitnehmen. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Ach. Das Kampfseminar, wir wissen, was hier Schreckliches geschehen ist. Ich dagegen bin überrascht, wie langweilig unsere Ermittlungen bisher verlaufen. Also mache es mir bitte nicht zu einfach. Sonst bin ich nur noch mehr enttäuscht. Erste Frage, was war das für ein Artefakt? Eine mächtige magische Waffe. Das war eine uralte magische Waffe. In den falschen Händen kann sie großes Unheil anrichten. Und wie kommt jemand wie du dazu, etwas so Mächtiges zu besitzen? Sie war plötzlich da. Sie war auf einmal in meiner Tasche. Ich weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Wirklich? War das alles? Kann ich jetzt gehen? Ich finde es gut, dass du lügst. Das macht dich noch verdächtiger und diesen Fall endlich ein Stück interessanter. So, und nun meine letzte Frage. Wer bist du überhaupt? Andere, König Efferdan der Erste. Ich bin König Efferdan der Erste. Jetzt wird es albern. Okay. Schade. Gut, das war alles. Du darfst gehen. Im Ernst? Ich sehe doch aus 100 Schritt, dass du harmlos bist. Oder hast du noch eine letzte Frage, bevor du in dein ereignisloses Leben zurückkehrst? Ja, wer bist du? Du bist Novizin an der Magierakademie, richtig? Richtig. Eine werdende Kampfmagierin. Auf ewig dazu verdammt, dem Andergaster-Adel in seinem schwachsinnigen Geplänkel gegen Nostria zu dienen. Warum gehst du nicht fort, wenn du es nicht magst? Erst muss ich meine Ausbildung durchhalten. Was ist hier geschehen? Hatte ich das nicht schon erzählt? Gestern Nacht haben sich 5 Andergaster im Gasthof zum fetten Schinken zusammengefunden, um einen thulamidischen Händler aus ihrem Wald zu vertreiben. Und so fand man sie am nächsten Morgen. Du hattest nicht erzählt, dass sie sich im Gasthof trafen und dass es 5 waren. Jetzt weißt du auch das. Na toll, okay. Was ist mit dem Thulamiden geschehen? Das wissen wir nicht. Allzu weit wird er nicht sein. All sein Hab und Gut ist noch hier. Wir vermuten, er versteckt sich im Wald. Mhm. Dein Lehrmeister schien sich sehr über mein Artefakt zu freuen. So ist er nun mal. Er sammelt seltene Artefakte, reist viel dafür herum. Angeblich einst sogar bis in den Raschthulswall nach Draconia, aber genaues weiß ich nicht.
Bist du gut mit Rätseln? Was für Rätsel? Wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Was ist der Zusammenhang? Das kann ich dir nicht sagen. Dann kann ich es auch nicht lösen. So, ich denke, das reicht. Mach dich vom Acker, damit ich in Ruhe weiterforschen kann. Ich denke, ich habe genug gesehen. Okay, der geht jetzt alleine wieder vor. Nuri wird er hoffentlich einpacken. Komm, Nuri. Ich bringe dich nach Hause. So. Was machen wir jetzt? Hast du gehört, was die Magierin erzählt hat? Sie sagte, dass der Mob aus 5 Leuten bestand. Auf der Lichtung waren es aber nur 4 Säulen. Was, wenn der 5. entkommen ist? Ah. Es gäbe einen Zeugen. Ach, lass mich doch ein Rabe bleiben. So schlimm ist das nicht. Nicht, solange ich noch etwas dagegen tun kann. Ich werde mich mal etwas in der Stadt umhören und versuchen herauszufinden, was mit Fahi geschehen ist. Du bleibst besser hier. Ich bin müde. Ich werde ein wenig schlafen. Weckst du mich, wenn es etwas Neues gibt? Okay. Mach ich. Schlaf schön. Ah, dann ist mit Mob gemeint dieser Angriff an sich. Okay. So, wir gehen mal runter. Gerons Haus, das haben wir ja jetzt hier. Das kennen wir ja jetzt hier. Sobald Nuri gerettet ist, verschwinden wir von hier. Damit wären auch meine Tage als Vogelfänger ein für alle Mal gezählt. So. Nachdem Gwynling fort war, wollte sich die Lederergilde das Haus unter den Nagel reißen. Zum Glück kannte Giacomo genug bestechliche Adelsmänner. Hier sieht es aber nicht gerade sehr fein aus. Irgendwie in den Wald geht's da. Hier haben wir Schweine. Dicke Schweine. Ich hasse diesen Stall und noch mehr diesen Schweinetrog. Stinkt's hier? Ihr hässlichen Viecher. Boah. Wenn ich Fahis Rätsel gelöst habe, sehe ich euch hoffentlich nie wieder. Hey, die armen Schweine gönnen nichts dafür. Junge! Diese Kinder, die gestern ihren Nachttopf darin ausleerten, mussten die nicht arbeiten? Ich bevorzuge den Brunnen vor den Toren. Und seit gestern weiß ich auch warum. Weil hier der Nachttopf der Kinder ausgeleert wurde. So schnell geht's. Können wir hier hinter? Okay, da geht's nicht weiter. Da haben wir nichts, das Lederer-Viertel. Ich habe lange nichts mehr von der Lederer-Zunft gehört. Sie scheinen begriffen zu haben, dass ich mein Haus nicht hergebe. Zumindest nicht, bis Nuri wieder sie selbst ist. Hier ist genau die Grenze. Hier endet der Gestank der Gerbereien und beginnt der Schweißgeruch der Schweine. Ja, also mittendrin optimal, hast du beide Gerüche. Ein eigenes Plätzchen nur für ihn. Die Andergaster lieben ihre Außenseiter. Jeder, der anders ist, landet früher oder später hier. Wenigstens das ist mir in meiner Jugend erspart geblieben. Ja, wenigstens etwas, ja. So, was hatten wir hier? Da ging's rein. Da geht's zum Marktplatz. Das Lederer-Viertel, das hatten wir schon. Ja, gehen wir mal zum Marktplatz. Oh, wow, wow. Hier ist ja was los. So, Rondra-Tempel. Rondras Haus in Andergast. Die Göttin des Kampfes war mir noch nie wohlgesonnen. Die Krieger im Tempel mögen mich nicht. Sie halten mich für eine feige Schmeißfliege, die ihnen nur Pech im Kampf bringt. Zumindest behaupten sie das. Ja, vielleicht werden wir irgendwann nochmal von Nutzen sein. Der Händler. Er sieht nicht aus, als käme er von hier. Er ist zu fröhlich gekleidet und zu sauber. Einen guten Morgen wünsche ich. Was macht ein Gaukler an Hildas Stand? Ich bin kein Gaukler. Ich bin Geschäftsmann. Soll ich etwa Lumpen tragen wie du? Oh, wie ich diese Hinterwäldler verabscheue. Was war das? Nichts, nichts. Kann ich euch für ein paar bunte Keramiken begeistern? Oder vielleicht ein paar feine Glaswaren? Ich bin nur auf der Durchreise. Es heißt also jetzt oder nie. Und wer jetzt aufgepasst hat, hat der Händler nämlich genau die gleiche Stimme wie zum Beispiel der grüne Kobold aus The Night of the Rabbit. Das ist mir jetzt sofort aufgefallen, die Stimme ist einzigartig. Ja, Waren? Ihr handelt mit Glaswaren? Es hieß, in Andergast gäbe es kein Glas. Nicht einmal Fenster habt ihr an diesem beschaulichen Ende der Welt. Ich kam her, um dies zu ändern. Woher sollte ich auch wissen, dass diese stinkenden Schweinezüchter kein Geld haben. Ist euch letzte Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen? Ach, war der Dieb auch bei euch? Welcher Dieb? Eine meiner Glasschatullen wurde mir gestohlen. Ich konnte den Kerl nur aus der Ferne erkennen. Er trug einen langen Stab auf seinem Rücken. Verdammtes Hirtenpack. Vielleicht war es ein Zauberstab. Bei den Göttern.
Was sollte ein Magier mit meinen billigen Waren wollen? Das heißt, so viel Geschmack hätte ich diesem Gesindel gar nicht zugetraut. Okay, der Stab und die Maske, das passt schon mal zusammen. Wer ist hier? Was wurde gestohlen? Eine Schmuckschatulle aus falschen Edelsteinen. War ohnehin nichts wert, der Plunder. Warum wurde sie dann geklaut? Hab ich was gesagt? Sie war natürlich ein Vermögen wert. Okay. Könnt ihr mir etwas zu einem Stein und einem Skarabäus sagen? Handelt es sich um einen normalen Stein oder um einen Edelstein? Gute Frage. Das reicht mir schon. Danke. Ah, okay. Edelstein, das könnte man noch unterscheiden. Wollt ihr denn nichts kaufen? Nein, danke. Was für eine Zeitverschwendung. Okay, was haben wir denn hier noch? Wir haben doch hier bestimmt noch nicht alles gesehen. Ach, hier gibt's ja auch gar nicht so viel. Marktstand, Händler. Ach, der Marktstand an sich auch noch. Zerbrechliche Keramiken, unbezahlbare Glasflaschen, hässliche Schatullen. Wer soll das alles kaufen? Ich mochte Hildas alten Stand lieber. Hilda klingt auch besser. Zum fetten Schinken. Aha. Angeblich haben sich darin gestern 5 Leute gesammelt, um Fahi aus dem Land zu jagen. 4 wurden versteinert. Der 5. ist mit etwas Glück hierher zurückgekehrt. Ich hasse das. Der Geruch von Schweinebraten liegt in der Luft. Und ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und wohl keine Kohle, um sich was zu holen hier. Ach, die kleinen Schweinebabys hier, wie sie an dem Schweinebauch nuckeln. Sieht auch sehr interessant aus. Hier unten das Schwein sieht ein bisschen aus, als hätte es einen Stock irgendwie. Ein Gehstock. Es wird Frühling. Die Schweine bekommen Nachwuchs. Ah, der Kreis des Lebens. Hier werden die Ferkel gesäugt und im Gasthof gibt es Schweinebraten. Ein ewiger Kreislauf. Und so wird's weitergehen und weitergehen. Besser als kopfüber im Schweinetrog. Meine Kindheit war nicht so fröhlich. Wie fröhlich und glücklich sie sind. Kaum zu glauben, dass daraus irgendwann mal Andergaster werden. Garst die Andergaster. Was du denn hier? Zum Glück ist er heute hier, nicht der Schmied. Wobei, seit die Bürger den Schrecken des letzten Winters überlebt haben, haben sie aufgehört, mich als Hexenkind zu beschimpfen. Sogar Andergast kann sich manchmal ändern. Immerhin, nicht wahr? Ich lenke ihn besser nicht ab. Das Schaf wird noch früh genug geschlachtet. Okay. Magierakademie. Magierakademie. Kampfseminar. Wie auch immer man es nennt. Erst lernen die Eleven hier die hohe Kunst der Magie, dann enden sie als einfache Soldaten in der königlichen Armee. Ein Glück, dass sie mich nie aufgenommen haben. Es ist still auf dem Seminarhof. Die Eleven sind bestimmt auf einem Manöver im Wald. Okay, das ist natürlich möglich. Können wir hier rein? Ah, einfach da rein können wir. Heda, Vogelfänger, Heda. Das Kampfseminar ist nur für Magier und Novizen. Was willst du hier? Magister Bodiak bat mich zu kommen. Magister Bodiak ist nicht hier. Komm später wieder, wenn du was von ihm willst. Okay, wir werden wieder rausgeschickt. Müssen wir so einen guten Grund haben, um mit Magister Bodiak sozusagen zu quatschen. In die Schankstube. Ach, da können wir auch rein. Das habe ich jetzt gesehen. Ah. Geron! Giacomo! Kumpel, Freund! Hallo, Geron! Hallo, Heda. Ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte dich in deinen Untergang geschickt. Stimmt es, was man sich erzählt? Wurden wirklich Menschen in Steinsäulen verwandelt? Ja, es stimmt. Bei den Göttern! Fahi! Woher kennst du Fahi? Ich traf ihn auf einer meiner Reisen. Angeblich besaß er ein seltenes Feenartefakt, das mich interessierte. Er ist Artefakthändler? Er handelt damit, aber ich hatte nicht den Eindruck, er würde sich damit auskennen. Das Feenartefakt wollte er mir gar als Ritualstein aus den südlichen Dschungeln verkaufen. Ha! Er wusste gar nicht, auf was für einem Schatz er da saß. Okay, die Verwandlungszauber. Wenn Fahi nur ein einfacher Händler ist, woher besitzt er dann die Macht, Nuri zurückzuverwandeln? Ich kenne sein Geheimnis nicht, aber ich sah es mit meinen eigenen Augen. Wir saßen bei einer Tasse Tulamidengold, als er einen Topf mit einem Beerenstrauch hervorholte und ihn vor meinen Augen in einen Kranich verwandelte. Es könnte eine Illusion gewesen sein. Nein, Geron, das war die mächtigste Magie, die ich jemals sah. Und er lächelte dabei nur fröhlich, als kostete es ihm keinerlei Anstrengung. Geron, dieser Mann kann nach Belieben Leben in andere Formen gießen. Auch in Stein? Das nehme ich an. Okay, der Traum. Was hat es mit Fahis Traum auf sich? Prinzessin Satyas Reise? Er hat mir nur den Anfang erzählt. Kennst du den Rest? Nein, aber die Schlacht, in die sie zog,
war die große Schlacht in der gorischen Wüste zwischen dem Dämonenherrscher Borberat und Rohal dem Weisen. Ganz Aventurien rang darum, die Welt vor der Dämoneninvasion zu retten. Leider gab es nie jemanden, der ihre Taten weitergeben konnte. Warum nicht? Es gab keinen einzigen Überlebenden. Oh. Was hat es mit Fahis Rätsel auf sich? Der Stein und der Skarabäus? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es der Schlüssel zu dieser ganzen Geschichte. Kann ein einzelnes Rätsel wirklich so viel Bedeutung haben? Fahi schien davon überzeugt zu sein. Lass uns über etwas anderes reden. So, Giacomo, über dich selbst? Was macht die Feenforschung? All meine Forschungsenergie fließt in die Ergründung von Nuris tragischer Verwandlung. Es ist ja schon schwer genug, ein Volk zu erforschen, das in Aventurien selbst nicht existiert. Nun muss ich auch noch einen Seelentausch zwischen einem Raben und einer Fee verstehen. Ich weiß nicht, wie ich deine Hilfe jemals aufwiegen soll. Nun, du könntest mir tatsächlich einen Gefallen tun. Sprich. Kannst du mir etwas Wein von Hildas Tresen bringen? Sie will mir keinen geben. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke, Geron. Hier kannst du ihn hineinfüllen. Oh, das lässt sich bestimmt machen. Das fünfte Mob-Mitglied, weißt du, wer das sein könnte? Warst du gestern Abend hier? Ja, aber auf meinem Zimmer. Hier unten war mir die Stimmung zu aggressiv. Es floss viel Alkohol. Kannst du dich erinnern, wer alles da war? Die drei am Nachbartisch. Und dann noch vier andere. Fünf Leute haben gestern Fahis Zelt angegriffen. Aber nur vier wurden versteinert. Der fünfte muss nun also hier im Raum sein. Nur welcher von den dreien ist es? Danke, Giacomo. Wir sehen uns dann später. Warte noch. Fahi mag sich als dunkler Magier herausstellen, aber wenn du Nuri zurückverwandeln willst, ist er inzwischen unsere letzte Hoffnung. Wovon sprichst du? Feen brauchen Feenmagie in ihrer Nähe. Sonst verändert sich ihr Geist. Und Nuris Körper war lange Zeit der größte Quell an Feenmagie, den sie hatte. Das bedeutet, wenn es dir nicht gelingt, sie bald zurückzuverwandeln, wird sie bald alles Feeische verlieren und alles vergessen. Sie wird vergessen, wer du bist und was ihr erlebt habt. Sie wird sogar vergessen, wer sie selbst einst war. Das darf nicht geschehen. Hast du eine Spur, was mit Fahi geschehen ist? Nein, aber gleich. Ah, okay, deshalb... Heda! Wer war gestern mit dem Mob im Wald? Das sind ganz störrische Burschen. Ich werde schon irgendwie mit ihnen fertig. Deshalb ist Nuri anscheinend auch immer wieder angepisst sozusagen, weil sie langsam alles droht zu vergessen. Schweinebraten, können wir den umdrehen? Ah, wir können das... Ein Anblick für die Götter. Können das Schwein schön knusprig, Errungenschaft freigeschaltet. Er schmeckt so gut, wie er aussieht. Ja, aber gekostet haben wir es nicht. Trotzdem weiß er, wie es schmeckt angeblich. Hilda? Wo auch immer sie arbeitet. Hilda bleibt Hilda. Und wird auch immer Hilda sein, wegen dem Hallo, Wein. Hallo, Geron. Hallo. Ich dachte schon, du siehst mich nicht. Wein. Was ist das für ein Wein? Das ist roter Geron. Ach Gott. Aus den Nordmarken. Klingt lecker, nicht wahr? Klingt eher, als schulde mir jemand eine Kostprobe. Tut mir leid, aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend ab. Naja, ob da ein bisschen was fehlt, das wird wohl keiner merken, oder? Seit wann bist du die neue Schankmaid? Ach, seit der Saatzeit schon. Vermisst du mich etwa auf dem Markt? Ich frag nur. So, die letzte Nacht. Kannst du mir sagen, wer gestern Abend alles hier war? Alle, die jetzt auch hier sind. Und dann noch Wolfram mit seiner Schwester und zwei Freunden. Aber es heißt, ihnen sei gestern im Wald etwas zugestoßen. Danke. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Okay. Nicht doch der Wein? Ach, komm schon, Heda. Das bisschen Wein wird schon keiner vermissen. Tut mir leid, aber das Fass hat gerade holt es heute ab. Gut, die will uns keinen Wein geben. Heda. Lass mich nicht warten. Das heißt, wir müssen uns später hier wohl irgendwie ein bisschen Wein rausklauen und sie ein bisschen ablenken. Wahrscheinlich, wenn wir hier irgendwas, keine Ahnung, anstellen. Vielleicht Schwein verbrennen lassen oder irgendwie oder irgendwas kaputt machen. Wir haben doch diesen Gansmachtzauber. Wobei die Blumen da, nee, die sind ja nicht zum Interagieren gedacht. Ja, ich würde an dieser Stelle erstmal speichern und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt Let's Play Memoria. Bis dahin und macht's gut. Tschüss.